Also ich starte jetzt von Christberg und habe vor, über den Christbergsattel runter nach Talas zu fahren und von dort aus Richtung Bludenz und Nenzing. Und dort ist ein ganz toller Campingplatz, den wollte ich mir mal anschauen. Und wenn ich dann dort gewesen bin, einen Kaffee getrunken habe, dann geht es wieder zurück auf der Ebene Richtung Montafon, und in Vandans werde ich dann hochwärts fahren, Bartholomäberg, Innerberg und wieder Christberg. So ist der Plan. Wetter ist wieder unbeständig. Es ist, glaube ich, diesen Sommer so. Kann man nicht ändern. Nimmt man halt, wie es kommt. Regenjacke habe ich dabei. Beinlinge auch, falls es kalt wird. Ein Pulli. Das geht alles. Okay, also schauen wir, was kommt. So sieht die Route aus auf Google Maps. Hier befinde ich mich jetzt auf dem Christbergsattel. Tolle Aussicht. Die Landschaft hier sieht so atemberaubend schön aus, wie gemalt oder wie eine Postkarte. Man kann sich gar nicht satt sehen. Ich nähere mich dem Alpencamping in Nenzing. Es war gerade ein Schild hier mit 1,6 Kilometer bis zum Campingplatz. Auch hier in Nenzing. Sieht super beschaulich aus. Und ruhig, Dorfcharakter. Ja, ich freue mich auf diesen Kaffee. Jetzt bin ich da. Alpencamping Nenzing. Okay. Das ist ein bisschen höher gelegen.
Ihr hört schon, ich bin außer Atem. Wird sich aber gleich wieder legen. Oh, und schaut euch diese Chalets da in der Luft an. Ist ja verrückt. Jetzt bin ich mitten im Campingplatz. Dreh gleich um, weil das Restaurant war vorne. Und sieht mal gut belegt aus. Okay, so. Also das sieht ja fantastisch aus. Sieht man es auf der Kamera? Ja, Wahnsinn. Diese Chalets, wie die da reingebaut sind. Verrückt. Das ist jetzt die Aussicht von diesem Campingplatz, Alpencamping in Nenzing. Und hier drüben geht ein Weg hoch und der führt dann zu diesen tollen, frei schwebenden Gebäuden. So sehen sie aus. Und hier ist ein Teil des Campingplatzes mit dem Empfangsgebäude und dahinter befindet sich ein Schwimmbad und Restaurant. Da war ich gerade eben. Da habe ich einen Kaffee genossen und Omas Traum. Das war ein gedeckter Apfelkuchen mit Vanilleeis und Vanillesoße und Sahne. Also verrückt. Sah ganz klasse aus. Bild mache ich ins Video rein. Werdet ihr sehen. Ich konnte in dem Bereich nicht so filmen, weil einfach zu viele Leute drumherum waren. Ich glaube, da würde ich dann Ärger kriegen. Aber ansonsten, nee, wirklich ein Traum. Richtig, richtig schön. Das Wetter passt auch noch. Und jetzt muss ich mich auf den Rückweg machen. Das zieht sich dann noch. Vor allem, wenn ich dann wieder im Montafon bin und dann einen steilen Berg wieder hoch. Naja, so ist es halt. Okay. Also, jetzt bin ich außerhalb gleich von St. Anton im Montafon und es geht nur noch berghoch, berghoch, berghoch bis zum bitteren Ende. Dann schaue ich, ob ich zwischendurch mal absteigen muss. Bin jetzt schon sehr lange unterwegs, seit 10:30 heute Morgen mit einer Stunde Mittag. Ja, das wird jetzt nicht mehr viel spannender. Nur noch berghoch. Also, ich bin ziemlich fertig. Ich habe noch eine ganze Ecke, bis ich überhaupt in Bartholomäberg komme. Und dann weiter Innerberg und Christberg. Und ja, mir tut der Arsch weh. Und noch so einiges andere. Okay. Haha, schau mal, was da steht. Bartholomäberg. So, haha. Innerberg ist jetzt da. Von hier sind es vielleicht noch ein knapper Kilometer bis zu meinem Ausgangspunkt. Aber wie gesagt, immer noch sehr viel Steigung. Thank you.
Ich habe es tatsächlich geschafft, an meinem Ausgangspunkt anzukommen. Strava sagt, ich habe dafür 6 Stunden gebraucht. Auch wenn ich diese Tour als anstrengend empfand, würde ich diese Tour mit Daumen hoch bewerten, weil sie so schöne Aussichtspunkte hat.